Hallo zusammen, ich habe hier einen Absorberkühlschrank von Tedford. Die gibt es auch von Dometic oder ehemals noch Electrolux. Er ist jetzt hier ohne Türe und das ist ein Kühlschrank. Das sehen wir hier, ich habe zwar hier ein Brett unterstellt, sonst fällt er um, mit einem Radkastenausschnitt. Dieser Kühlschrank funktioniert nicht oder nicht ausreichend, weil solche Kühlschränke mit diesem Kühlsystem können nicht funktionieren, wenn sie schräg stehen, wenn sie bewegt werden und wenn es über 35 Grad hat. Wenn hier an diesem Wärmetauscher 42,3 Grad herrschen, ist sensenlustig. Punkt. Das heißt, ich kann hier noch Ventilatoren einbauen und so weiter und so fort. Vergesst es. Es geht einfach nichts mehr. Wenn ihr damit in den Süden fahren wollt, ist das okay. Da gibt es eine Möglichkeit, sich eine zusätzliche Kühlbox zu kaufen, die im Wohnmobil zum Beispiel in der Heckgarage zu stellen und dann das Getränk vorkühlen, dann am Abend den Schrank voll machen und morgens von der Kühlbox die Ware hier reinmachen und unter Tage nur noch rausnehmen. Ihr könnt auch in der Kühlbox die Ware runterkühlen bis 0 Grad, dann kommt ihr wenigstens über die Runden. Das ist ein Tedford N90. Ihr seht das hier auf dem Tippenschild. Ich habe keine Kühlschränke, Kompressor. Das ist so ein Scheiß, wenn man es in die Finger nimmt. Ich habe keine Kühlschränke, Radkastenausschnitt haben. Das hier ist mein 96er. Der hat keinen Radkastenausschnitt. Dies hier ist kein Radkastenausschnitt. Er hat zwar die gleiche Breite, er hat die gleiche Höhe, aber hier mit diesem Radkastenausschnitt geht es nicht. Was gehen würde, ist, ich kann das Kühlaggregat hier wegnehmen und hier hinten am Aggregat montieren. Problem ist dann, ich habe dann wesentlich mehr Tiefe. Das heißt, jetzt habe ich eine Tiefe hier von diesem Schrank von 50 und dieser Schrank hier auch ohne Tür gemessen hat auch eine Tiefe von 51. Also wenn ich noch Platz habe hier, könnte ich das Aggregat hier hinten montieren. Die einzige Lösung ist, das Aggregat extern zu setzen. Machen wir, kostet Geld oder sogar mit Kupplungen und man könnte den Kühlschrankkompressor auch zwischenboden oder extern setzen. Ist eigentlich für diesen Kühlschrank nicht als Option vorgesehen. Das ist der Kühlschrank 96N, normal mit Eisfach. Und es gibt auch den Kühlschrank 96F ohne Eisfach. Klar, hier hat es noch Tablare drin und eine Glasplatte. Ist jetzt hier, weil wir gerade am Umbauen sind, am Einbauen von dem Kühlschrank nicht drin. Ja, das soll es gewesen sein heute. Diesen Absorberkühlschrank ersetzen durch einen Kompressorkühlschrank ist möglich. Hier der 96N. Ich verlinke euch den hier plus eben unten den F. Das ist der ohne Eisfach, wenn ihr kein Tiefkühler braucht, beziehungsweise wenn ihr eine Box habt, die im Kofferraum kühlt und da als Tiefkühler eingesetzt werden kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.